was bisher geschah. Wenn natürlich das Hause rocken. Das blinkende Lichter, weiß ich nicht, Schlaganfälle verursachen können. Das ist nur für unseren Haftungsausschluss, damit wir uns nicht verklagen können. So, ich sehe Stimmung hier so kurz nach dem Gig des Jahrtausends. Es war so fett, die Leute waren so geil, ey, es war richtig fett. Nee, es war alles cool gelaufen, so, ja. Spaß gemacht. Ja, ich habe, wie gesagt, ein gutes Gefühl. Es ist alles unglaublich gut gelaufen. Die ersten Fans fingen schon an, ihr Leben zu riskieren, um unsere Show live sehen zu dürfen. Es ist ja bewegend gewesen und nach so einem langen Abend, so einem langen Tag, muss ich jetzt sagen, bin ich froh, wenn es jetzt gleich wieder in den Tourbus geht und zum nächsten Gig rüber nach zum polnischen Woodstock, uns ähnlich viele Leute erwarten werden. Und ja, bin ich einfach schon heiß drauf und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Mann! Wie ist die Stimmung nach der Show des Jahrtausends? Kochend, kochend. Wir haben die Bude sowas von gerockt. Am Anfang waren sie ein bisschen, naja, ein bisschen kühl und kalt noch, aber durch gekonnte und platzierte Ansagen sind sie langsam aufgetaut. Und dann wurde es da richtig heiß drin hier. Die Leute haben gejubelt, die BHs sind nur so geflogen. Was soll ich noch weiter sagen? So, Freunde des unterhaltsamen Musik. Fernsehens ist jetzt hier im Four Seasons untergekommen. Wir werden unsere Bettruhe genießen in diesen doppelt gefederten Feldbetten. Ja, so. Und der Nico, der ist auch noch am Start. Hallo. Mensch, ihr seid ja auch noch wach, Mensch. Um die Uhrzeit, Leute, da geht ja gar nicht, du. Was sagt denn Mutter dazu? Ja, nee, jetzt ist hier Schlafenszeit. Es war ein aufregender Tag. Der will jetzt erstmal verarbeitet werden. Der berüchtigte Morgen danach. Ich fühle mich verbraucht, gebraucht und ausgelaugt. Oh, Herz zerzaust, das ist aber... Eventuell auch. Sieht ganz okay aus, ja. Dramatisch. Oh mein Gott. Ah. Ja. Wie ist das? Moin, ihr alten Bandtypen hier. Was geht? Ja. Ihr habt euch einen kleinen Schnarchduell geliefert. Also du ja nicht, aber der du, Alter, du. Echt? Oh? Das hat gerollt. Wie ein. Was? Jetzt kommt so irgendwie Wasser in irgendeinen Motor reingekommen. Ist so. Richtig abartig. Die Spucke sich sammelt, wenn du so ein bisschen durchbewegt werden. Richtig, muss ja frisch bleiben. Genau, Bewegung rein. Auf jeden Fall höchst interessant. Was hast du denn, Nico? Ja, guten Morgen, Mensch, seid ja schon wieder hier. Ja, hier bist du nicht in Ruhe. Nee. Na? Oh ja, ein bisschen frische Luft ist gut hier. Unser Puma-Käfig. Tigerhöhle hier. So, jetzt haben wir natürlich jetzt alles schön eingeräumt und es war schweißtreibend. Ja, machen wir jetzt am besten? Ja, saufen? Genau. Saufen? Ja. Okay. Saufen! Wahnsinn. Die Autobahn hat uns endlich wieder. Ich kann das ja mal zeigen. Juhu! Wir fahren wieder Autobahn. Ready for takeoff. Aquaplaning gefahren. Wir sind hier in den Regen. Das könnte mal passieren im Hochsommer. So, jetzt kommt die große Aufgabe. Wir wechseln die Plätze während der Fahrt.
Bitches! So, ich würde sagen. Wer steigt über wen? Ich gehe hoch, würde ich sagen. Lass mich mal, weil ich ein Kleiner bin. Na gut. Also. Ja, das war viel zu einfach, ne? Ja, ja. Viel zu einfach. Ja, na ja. Profis. Ja. Ja. So, und wer tauscht jetzt mit mir? Warte! Das ist jetzt die wirkliche Challenge. Ja. Impressionen aus dem Moment. Aquaplaning bei dem Sonnenschein. Ja, unter anderem ist sehr gefährlich, Nico. Ja, ja. Bist aber du bereit für Aquaplaning? Ja, ich habe mich schon darauf eingestellt, hier jeden Moment quasi die Kontrolle zu verlieren. Okay. Ich schließe gerade mit meinem Leben ab. Ja, macht schon mal. Jetzt sitze ich sogar sehr mittig, also von daher sehe ich den Tod. Ja, ich wollte auch eigentlich nur wechseln, weil ich hier ein Airbag habe. Ne? Ja, jetzt macht das Sinn. Ne? Ja, die ersten Opfer des Aquaplanings. Oh, aber ernsthaft. Roadkill, Alter. Da ist er doch glatt in den. Ah, haben wir nicht mehr drauf. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Er ist. Er hat es ihn sozusagen in den Graben gerissen. Kann man machen. Aber hier ist so nasse Straße. Schlecht für Farbe. Das ist ja unglaublich. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ja. Wir haben das Aquaplaning schon hier veralbert. Ich habe es vorhergesehen. Ja, oh, das Navi hat es vorhergesehen. Das ist Zauberei. Hexe, oh mein Gott, das ist das Navi, das die Zukunft vorhersehen kann. Nun sind wir auch schon wieder fast da. Wir sind auf jeden Fall in Berlin schon längst und bald auch wieder bei uns im Proberaum. Ich glaube, ich habe eine Sehenschädentzündung vom Autogramm gegeben. Weiß es nicht, ne? Oder von anderen Sachen. Ja, von vielen Gitarre spielen. Natürlich. Und was hast du denn gedacht? Ja, ja, nix. Ja, ja. Deswegen. Wollten wir das nochmal veranschaulichen für die Zuschauer. Ja. Aber warte, jetzt machen wir so einen großartigen. Und jetzt müssen wir natürlich noch alles wieder zurück in den Proberaum räumen. Oh mein Gott! Haben wir es mal wieder geschafft. Der Kram ist wieder raus. Und sag was. Ja, was soll ich sagen? Bin geschafft, ich bin nach Hause. Ins Bett. Und duschen. Ja. Ein bisschen schlafen. Auf jeden Fall. Was essen. Essen auch. Naja, alles gleichzeitig. Genau. Duschen, essen und schlafen. Ja, und wenn euch unsere unfassbare Eskapaden gefallen haben, dann kommt jetzt ein kleiner Clip, der euch ganz genau erklären wird, was ihr zu tun habt. Also ich will auf jeden Fall dranbleiben. Was sagst du dazu? Willst du mich auch auf jeden Fall auf Abonnieren drücken? Abonnieren sofort! Jetzt! Hier, klicken! Da machen wir den Button. Okay. Hier bauen wir dann an einen Abo-Button hin. Hier so, irgendwo hier. Da klickt ihr drauf. Richtig. Abonnieren. Um kein tödliches Ungeschick verpassen zu müssen. Ne? Wisst ihr Bescheid. Jetzt Feierabend.